gucken. Müsste eigentlich das hier sein, oder? Hm, komisch. Oh, das war falsch. Jo, Falschtaste. Ich darf ja nicht Shift drücken, ich muss Leertaste drücken. Okay. Diese Steuerung. Törichter alter Mann. Düdüm-düm-düm. Wenn wir hier noch ein paar Leute retten. Ihr tut mir weh. Heide. Was? Stirb, Heide? Ich bin kein Heide. Ich bin gläubig. Ich bin gläubig. Aber ich weiß nicht, an was ich glaube. An was glaubt so ein Assassine? Eigentlich glaubt so ein Assassine nur an den Codex. Normalerweise. Ah! Metten rein. Okay. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Cool, in dem Spiel gibt es schon Schatten, ist ja geil. Also das Spiel ist doch eigentlich so gesehen schon recht modern, ey. Und ich habe auch gesehen, da ich das Spiel ja nicht über der Desktop öffnen kann, sondern nur über die Datei, warum auch immer schon wieder, also... langsam gewöhnt man sich dran. Da habe ich auch gesehen, dass man das Spiel in DirectX 9 und DirectX 10 öffnen kann. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich öffne es über die Game-Anwendung. Ich weiß nicht, ob das dann DirectX 10 oder 9 ist. Normalerweise, ich hoffe mal, dass es DirectX 9, 10 ist. Aber ich denke mal schon, weil... Nee, keine Ahnung, ich weiß echt nicht. Ist natürlich die neuere Version, also auf Deutsch gesagt, das ist die schönere. Ich weiß nicht, ob bei DirectX 10 Schatten eingefügt wurden oder weiche Schatten, die bei DirectX 9 noch nicht gab. Oder bessere Lichteffekte. Oder hier zum Beispiel der Rauch, der hier ab und zu irgendwo rumschwirrt, wie man hier sieht, überall der Rauch. Das kann natürlich auch sein, das kann sogar ganz gut sein, dass das zum Beispiel ein neues Feature ist von DirectX 10. Ich weiß aber nicht, keine Ahnung. Vielleicht schärfere Konturen, Texturen. Obwohl die so scharf hier gar nicht sind, aber... Man muss ja immer sehen von... Wann das Game ist, was das denn? Nein, die will ich nicht. Jeder muss das Seinige tun. Den werde ich jetzt mal mit der verborgenen Klinge umbringen. Ja, es funktioniert, okay. So, der ist auf jeden Fall tot. Und dann werden wir jetzt mal zum Assassinenbüro gehen, bevor wir hier noch ewig lang nichts machen. Nichts Sinnvolles, obwohl Sinnvolles machen wir schon. Dann müssen wir mal gucken. Irgendjemand hat mich immer wieder gesehen, es tutet mal wieder. Allihop. Und auch zum Verbindungsmann. Wenn ich zu oft Shift drücke, irgendwann schmeißt du mich aus der Aufnahme. Oh Gott, wie sieht der aus? Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Naplus angeordnet, also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter. Und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden werden so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Josaphat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafik. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Gut, kann ich da endlich lang? Ja, gut. Gut, dann werden wir dort einfach mal uns herumtummeln und mal schauen. Aber wir müssen auf jeden Fall scheinbar noch ein paar Adler aussichten, erkunden. Das ist wahrscheinlich hier die Grenze, wo man noch nicht reingehen dürfen. Ist erst 20 Minuten. So,
Schauen wir einfach mal. Wo gehen wir lang? Sind wir richtig? Nein, wir gehen da natürlich komplett falsch. Machen wir erstmal den Aussichtspunkt. Der müsste genau in die andere Richtung sein, genau. Halliop. Dann werden wir hier langsam aber sicher die Aussichtstürme erkunden. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Halt. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe. Was ist das hier hoch oder was? Irgendwo. Hab ich gar nicht gesehen, dass da eine Flagge war. Auch gut. Eigentlich, was ist denn jetzt? Ah, die 2 ist die Klinge. Ich wollte eigentlich gerade im Laufen, bin ich auf die 3 gegangen, hab gedacht, das wäre die Klinge. Mal wieder gedacht, wohlgemerkt. Sollte weniger denken. Und wollte den eigentlich ermurksen, aber das war dann wohl nicht so der Fall. Ach doch, rechts ist ja direkt einer. Cool. Coolo, Alter. Wo? Oh. Dort. Ah, ich hab den Taschendieb gefunden. Der ist direkt bei mir hier. Na dann. Ups. Reicht das? Ich hätte verletzt werden können. Dort bin ich auf der falschen Seite davon. Hier endet dein Leben. Oh. Okay, also wenn sie mich sehen, dann, oh, das zeigen ja echt voll daneben. Cool. Habe ich ihn voll runtergeschubst. Voll runter. Ach, der ist unten drin. Wie kommt man denn da rein? Oh, den töte ich jetzt. Zack, die Bohne. Er ist ein Assassine! Ihr könnt mir nicht entkommen! Oh, wollte ich dich da runterschmeißen, Alter. Und? Meine Familie ist gestorben. Cool. Könntet ihr einfach mal uns entbehren? Was ist geschehen? Nichts ist geschehen. Kann ich keinen Luftattentat machen? Ich kann keine Luftattentat machen. Scheiße, Alter. Oh, 4 Stück. Das ist furchtbar. Okay, also ziemlich unauffällig, würde ich sagen, was ich hier mache. Eigentlich will ich kontern, ich kann dauernd blocken. Was, der hat überlebt? Schweinerei! Na komm, greif mich an. Okay. Und alle hopp, und in die Füße. Und du auch noch. Und ein harter Schlag. Was ist das? Das soll wohl ein Witz sein. Hauen die echt ab, ey. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein, gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Boah, was ist denn das für ein alter Mann, ey. Und schnell wegdrehen. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Sorry. Keiner da. Weiß nicht, wovon du redest. Oh, hier ist noch eine Flagge. Die nehmen wir gerade mit, wenn wir schon hier sind. Gehen wir hier rein in den Indie-Eingang.
Dreckiger Dieb! Dafür hacke ich dir die Hände ab! Oh, da ist die nächste Flagge schon. Ich meine, warum nicht, ne? Er wird sich noch verletzen. Und wenn das nein, Alter, ich bin Assassin. Ich kann mich nicht verletzen. Ich bin unbeschickbar, Alter. Ich strecke dich nieder! Was? Und tschüss. Heute hol ich mir. Wow. Wo seid ihr? Da ist er! Damit kommt ihr nicht davon. Ich finde euch. Das höre ich. Ich sehe ihn. Ja, du siehst mich. So verfliegt ihr euch. Oh, was war das denn gerade? Ich hab ihn. Ihr könnt mir nicht entkommen. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Da ist er. Damit kommt ihr nicht davon. Also, Kollege, du sagst, irgendwie wiederholst du dich, würde ich sagen. Bring euch zur Strecke. Hast du vielleicht eine Störung? Ihr könnt mir nicht entkommen. Wo seid ihr? Ich habe leider keinen Wurfmesser mehr, sonst würde ich den mal gerne abwerfen. So, jetzt sind wir hier oben. So, den haben wir jetzt aber platt gemacht. Bevor der irgendeine Blödsinn macht hier. So, also hier bin ich auf jeden Fall schon mal oben. Zum Königreich, okay. Komm, wenn ich schon gerade hier bin, dann erkunde ich auch gerade die... Dann erkunde ich auch gerade schon hier die Adleraussichten. Also die Adler-Ausposten. Also die Sichtbar. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ah, wie nimmt man die in den Zimmer? Die Adlerstände, ganz einfach. Fest der Hund drauf. Jopp. Wie merkwürdig. Seltsam. Warum macht er das? Da unten steht eine Wache. Da ist noch eine Flagge, die nehmen wir auch gerade mit. Und dann wird es auch direkt gespeichert. Ich habe gehört, dass Assassin's Creed Unity, also das momentan neueste Spiel, eine riesen Stadt haben soll. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt oder so. Aber ich nehme an, es konnte eigentlich schon gut sein. Das soll nicht viele verschiedene haben, aber es soll groß sein, eine große. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, dass in Assassin's Creed 3 Städte nicht groß sind, weil da, ja. Ja, obwohl, da gibt es doch schon Städte, obwohl, ja. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur mein paar kleine Münzen. Was ist denn das? Informantenhaus, Herausforderung, Attentat. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt mal Attentat. Altair! Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Dann? Ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben.